When you first rub shoulders with the Das, that feeling of familiarity in the music is undeniable. It's a feeling that makes sense when you uncover Fabian Fenk and Anton K. Feist of the band Bodi Bill from under the hood. These friends have embarked on a foray into the electronic world with a flavour of their own, bringing a pop sensibility to a place where hypnotic moments and a slow-mo house come down are all lucidly controlled by Fabian's distinctive vocals. With releases on Life and Death and their home label of Sinnbus, things are kicking off nicely, and we caught them before their first big live show. And we'll catch you next time. Was unsere Musik ist, ist eine Frage, die wir uns selber auch immer stellen, beziehungsweise in Bezug auf dieses David Byrne-Buch. Was war das? How Architecture? Nee, How Music Works. How Music Works. Er hat so einen Vortrag gehalten, wie die Architektur die Musik beeinflusst. Ich meine, ich denke an den Aufführungsort, in Anführungsstrichen Konzert und Kopfhörer und im Bett Sternlage, weißt du, mit der Freundin oder nicht mit Kumpels im Zimmer rumsitzen, sondern eher so. Das sind so meine Aufführungsorte. Und dafür ist die Musik, die ich mache, bin ich ganz ehrlich. Betrachtet werden. Ja. Also so, das muss funktionieren auf dem Laptop, das muss im Radio funktionieren, das muss den und den ansprechen. Handwerk, Beruf. Es kann aber auch als eine freie künstlerische Tätigkeit gesehen werden, wo Leute verspulten Schrott machen, den wirklich nur ein paar gut finden. So. Also ich schmal dir übrigens Bilder oder so. Und manche dann aber auch erkennen, Krickel-Krackel von Picasso mit 80 ist ja doch nicht so schlecht. Und ich finde, das ist mit Musik auch möglich, dass die Musik überhaupt nicht zweckmäßig ist. Also dafür sind natürlich viel zu poppig, aber in meiner Denke, ich bin jetzt auch kein intellektueller Musikhörer, ist das nicht so richtig zweckmäßige Mucke, sondern eher so, wenn man mal sich da locker macht und drauf einstellt, dann hat man nach 3-4 Mal hören, was eigentlich. Die ganzen Sachen wegzulassen, die wir bei Bodi Bill nicht so richtig mehr machen wollten, sagen wir mal so, ganz diplomatisch. Und ein paar andere Sachen ein bisschen zu verdollern, verstärken, wollte ich sagen, sorry. Naja, musikalisch verändern, das kann man nicht von heute auf morgen. Wir sind immer auch dieselben Personen, wir haben dieselbe Art zu produzieren, dieselben Produktionsmittel, Instrumente, ja. Das ist natürlich ein bisschen freier zu zweit. Es gibt eigentlich keine Kompromisse, sondern ein Ja oder ein Nein. Wenn einer es nicht mag, wird es nicht gemacht. Nur wenn es beide nicht mögen, dann wird es gemacht. Somebody is acting in our name. Trying to make more. Aber als es losging, hieß es immer so Folk Elektronika oder irgendwie sowas. Gab es da so Labels? Das Folkige ist jetzt, glaube ich, mal raus. Und es ist natürlich, wenn man das von, keine Ahnung, von Kairo aus beobachtet, ist ein Mühe Unterschied. Aber für uns natürlich, die wir immer mit unserer Mucke zu tun haben, ist es eine schöne Veränderung, mal irgendwie in einer anderen Ecke zu gucken. Das ist ja kommerziell gesehen immer ein Kopfschuss, so eine Reifensachen, wo man auch
die 2-3 Mal gehört werden müssen, ja, aber die halten natürlich länger. Das hören sich die Leute dann in 20 Jahren an. Bringt meistens den Künstler dann nicht mehr, weil die sonst wo irgendwas anderes machen. Aber egal, kann man auch gar nicht steuern. Das ist einfach so, das passiert. I cannot decide, but this has got to be real. Hard to explain to anybody, this ain't true what I feel. All these worlds reside in this collective mind we share. Then we can choose our preference if we are here and all there. Oh yeah! Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Schlagzeuger, war auch schon eher ein Traum, den wir jetzt einfach mal ausleben. Und es macht halt total Spaß und fühlt sich gerade extrem richtig an. Oh yeah. Diese unmittelbare, du siehst ihm auch zu, wie er da wirtschaftet, ist toll. Und ich glaube, dadurch lernt man auch wieder auch mal loszulassen. Wir waren im Studio zu zweit, aber live musst du dann loslassen, den anderen auch mal was sagen lassen, der Live-Musik zuträglich Änderungen machen, auf die Einwände der anderen auch mal hören. Ist gut, so loslassen zu können durch andere Leute. Das entkopft einen dann auch so ein bisschen, statt zu verkopfen. Sobald du anfängst, Studio-Musik live also spielen zu wollen, merkst du, ey, das fließt nicht, das geht so nicht. Und der Schlagzeuger sagt dann, ja, das ist auch unspielbar, lass uns das mal so und so machen. Und der Song durchzieht so eine Metamorphose ins menschlich Mögliche. Und das ist manchmal dann nicht so kompliziert und komplex, aber es ist Drive viel mehr, es macht viel mehr Spaß. Und natürlich beeinflusst es dann auch, wenn man dann wieder im Studio sitzt und programmiert, dann denkt man, nee, das ist mir zu kompliziert, das werden wir ja später eh nicht so spielen können. Komm, vergiss das, mach's anders, ich weiß es noch nicht. Also ich muss sagen, ich finde schon, dass wir, als wir die Platte gemacht haben, gespielt haben und dann auch mal so plautige Sachen so gelassen haben. Das entwickelt sich schon bei uns so dahin. Das ist, Fehler sind einfach auch ganz, ganz cool an der Stelle. So dieses Menschliche. Also wir sind ja nun nicht die James Brown Band, aber